Servus, das ist der Felix Neureuther und ich habe heute ein Anliegen an euch. Und zwar war und ist die Corona-Pandemie natürlich extrem einschneidend für unsere Kinder und auch für die Jugendlichen. Wenn man sich das vorstellt, kein Schulunterricht, kein Training in den Sportvereinen, kein gemeinsames Rumtollen mit Freunden und. Die Liste ist sehr, sehr lang, aber vor allem hat halt auch die Bewegung nicht stattgefunden. Dabei ist die Bewegung Grundlage letzten Endes für alles. Für Gesundheit, für Lebensfreude, für einen Spaß an der Sache und nicht nur für den Körper, sondern vor allem auch da oben fürs Hirnkastel sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass während der Pandemie, dass es viele Organisationen gegeben hat, die sich was einfallen haben lassen. Egal ob im sozialen Bereich oder auch auf Eigeninitiative, ob das Gruppen waren, ganz wurscht, die gesagt haben, wisst ihr was, wir wollen etwas tun, um diese Pandemie für die Kinder und die Jugendlichen zu lindern. Und genau deswegen haben wir den Lupo Leo Award 2022 ins Leben gerufen. Der ist mit 100.000 Euro dotiert. Ihr habt es richtig gehört. 100.000 Euro. Genau für solche tollen Organisationen, wie ihr es da draußen seid. Oder auch, wie gesagt, Privatperson, ganz egal. Und diesen Award, den könnt ihr gewinnen. Das, was ihr machen müsst, ist, gebt eine Bewerbung ab für den Lupo Leo Award. Und dann könnt ihr den gewinnen und mit diesem Geld noch viel, viel weitere tolle Sachen umsetzen und machen. Also ich sitze da in der Jury drinnen und ich bin sehr gespannt schon auf die Bewerbungen. Macht's bitte alle mit und dann freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich immer wieder normal sehen und dass ihr alle gesund bleibt. Also macht es gut und bis bald.